Ist dann schon mal hier Paterkoach, Beziehungscoach, allgemein Coach und so weiter und so weiter. Und ja, wir haben mal wieder eine schöne Mail von Naftrefkola. Und wenn du auch solche Mails beantwortet haben willst, gehst du über ein Formular auf liebeschip.de. Genau. Und dann schauen wir mal. So genau. Und ja, genau. Ich wollte auch sagen, wir haben ja die 30K-Challenge auf meinem Kanal. Liked mein Video, abonniert meinen Kanal. Ja. das ist einfach, freue mich einfach drüber und auch ein schöner Respekt für mich. Ich finde, wenn mein Buch rauskommt, ist so mein Challenge, dass wir dann mal bei 30.000 Abonnenten sind für, genau. So, hallo Christian, deine Videos haben mir bisher immer sehr weiterhelfen können. Danke dafür. Theoretisch ist es immer so einfach, praktisch ist es das nicht. Also praktisch ist es eigentlich auch einfach, wenn man es einfach machen würde, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, diese unsere tieferen Gehirnschichten, unsere Abhängigkeit von Beziehungssucht, Romanzensucht, liebessüchtigen Beziehungen, Dramabeziehungen, die alten Muster schienen uns halt im Weg. Aber eigentlich ist es ganz einfach, aber irgendwie natürlich nicht. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich gerade in der letzten Zeit häufig in Situationen, in denen ich mich nicht gut fühle. Ja, dann schauen wir mal. Ich bin 27 und hatte bisher nur sehr wenig sexuelle Erfahrung und noch nie eine Beziehung. Ja, da würde ich auf jeden Fall mal Modul 4 empfehlen. Modul 1 ist eigentlich auch mal sowieso immer ein guter Start, aber Modul 4, Bindungsangst. Nicht, dass man das in dem Alter unbedingt Beziehungen gehabt haben müsste, aber reiner Erfahrungswert. Oder musst da mal, weiß ich nicht, Therapie machen oder so, mal aufarbeiten, ob da irgendwas war, dass du einen Menschen nicht eigentlich ranlassen kannst, aber ich will ja jetzt nicht ins Blaue stochern, musst du mal gucken. Die Leute, mit denen ich bisher vielleicht etwas beziehungsähnlich entstanden ist, fand ich irgendwie nie richtig attraktiv, sondern war immer im Kuschelmodus sozusagen und habe sie irgendwann abgeschossen, auch wenn meine Grenzen auf verschiedene Arten überschritten wurden. Gut, das sind jetzt zwei Themen, aber dieses Thema, dass man die einen nicht so richtig wollen, dass man die attraktiv findet und die einen wollen, findet man nicht attraktiv. Das haben ja, glaube ich, eine ganze Menge Leute auf meinem Kanal. Aber das lassen wir jetzt heute mal. Da habe ich wirklich so viel, gibt es die Kurse und alles. Da auf die Ebene gehen wir jetzt mal heute nicht. Jetzt hatte ich eine längere Phase, in der ich deine Videos geschaut habe. Mach die fucking Kurse, guck dich mal nur die Videos. Und auch seltsamerweise geht für mich eine Phase einher, in der ich viele Angebote hintereinander an Kontakten hatte, die entweder sexuell oder auch beziehungsmäßig Interesse gezeigt haben. Also wenn das von meinen Videos gucken kommt, dann solltet ihr mehr meine Videos gucken. Wegen Lovebombing, Neediness, einmal wollte ich mehr, aber der Typ war nicht verfügbar, weil er sich auf einer Weltreise befindet. Also du hast sehr wahrscheinlich ein Thema mit Bindungsangst. Hab ihn auf Reisen kennengelernt und zweifle sowieso schon oft an mir und meinem Äußeren. Hab eine gute Figur, mein Umfeld sagt, ich sehe normal hübsch aus. Bin aber nicht übermäßig hübsch. Ja, ich meine, also wenn man normal aussieht, sollte ja ausreichen. Die Natur kümmert sich ja darum und es gibt immer irgendjemand, der einen hot findet, ne? Also gut, irgendwann, wenn man mit 120 87 Schläuche irgendwo im Körper hat, muss man vielleicht mehr auf den Charakter setzen, aber Gott, ihr wisst schon, was ich meine. Ich schreibe dir, weil ich gerade gestern schon wieder eine seltsame, blöde Situation passiert ist. Ich habe einen Turkmenen in einem, also natürlich kein Turkmene, aber jetzt mal so als X sozusagen, einen Turkmenen in einer Unterkunft kennengelernt, mit ihm geflirtet. Ich habe gedacht, flirten ist okay, war mir aber bewusst, dass er eine Frau in Italien hat. Ja, es ist nicht okay. Also jetzt, darauf wollte ich heute mal hinaus. Wenn ihr euch ein toxisches Fahrwasser begebt, dann beschwert euch nicht, wenn ihr unter die Räder kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, das ist einfach so, wenn man sagt, hey, das ist mir doch scheißegal, ist mir fucking egal, ob der eine Frau hat oder nicht, ich flirte jetzt mit dem, ich lass mich ein auf den. Ja, dann wundert euch nicht, wenn das scheiße ausgeht. Also, das ist vorprogrammiert, ne? Er hat viele Andeutungen gemacht, weil wir zusammen unterwegs waren, hat mich zum Kaffee eingeladen und wir haben zusammen gegessen. Ich fand ihn sehr attraktiv. Ja, vielleicht wieder, weil er nichts haben
oder weil er gebunden ist, so arm ist er ja. Hab ihn aber nicht gefragt, ob wir abends zusammen chillen wollen, weil ich eine gewisse Distanz wahren wollte. Weil ich trotzdem Lust auf ihn hatte, habe ich ihm zugestimmt, später noch in seinem Raum zu chillen, als wir uns völlig spät abends vor der Unterkunft trafen. Beschwer dich nicht. Also, es ist ein Mann, der keine Standards hat, der keine Moral hat. Ich fand das nochmal zu sagen, aber du machst mit, ne? Das ist nicht einfach nur so. Nichts macht man einfach nur so, ne? Es wurde recht schnell sexuell, ohne dass er mich jedoch geküsst hat. Gott, was hat er denn gemacht? Ey, wollen wir gar nicht wissen. Ey. Ich habe ihn gefragt, was mit seiner Frau ist. Ja, das kannst du ja auch sparen. Hättest du ihm gar nicht zu ihm im Raum. Das kannst du echt sparen. Ne? Was mit seiner Frau ist. Und er meinte nur, die ist doch in Turkmenistan. Das sei für ihn nur Spielen. Ach Gott, die Welt ist einfach ein fucking Albtraum. Ey, wirklich, ey. Wie sollen wir da uns jemals rausentwickeln? Ich weiß es manchmal auch nicht. Das ist einfach... Ich weiß auch nicht. Werte und Moral sind zählen einfach nichts mehr heutzutage. Also es ist einfach alles drauf geschissen. Da denke ich manchmal echt, dann soll man doch einfach sagen, wir machen einfach alle noch, was wir wollen. Es gibt kein Commitment mehr. Alles ist kunterbunt, kreuz und quer und jeder macht mit jedem. Und es wäre vielleicht manchmal echt einfacher. Ey. Wirklich, das ist einfach, naja. In dem Moment war mir natürlich ganz klar, dass meine Standards gebrochen werden, auch weil ich nicht beim Betrügen mitmachen will. Machst du aber, ne? Muss man einfach sagen, du machst es. Also wenn ihr mir schreibt, dann krieg ich auch eine Antwort, ne? So. Ich habe abgelehnt, mit ihm zu schlafen, nachdem aber leider schon einiges an Sexuellen passiert war. Okay, wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken, was alles. Mir fiel auf, dass er nicht versucht hat, mich zu küssen. Das sind doch alles unwichtige Details. Der Elefant steht im Raum, dass du mit dem vergebenen Mann was anfängst, so, ne? Gut, dann ging das alles ein bisschen schief, und aber letzten Endes habt ihr irgendwie nicht zusammen geschlafen. Also das spare ich mir jetzt mal. Am nächsten Tag hatte ich keine Lust, mit ihm zu reden, was gedanklich abgehakt. Er entschuldigte sich und sagte, er habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil wir keinen Sex gehabt hätten. Und er hätte, ja, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Er trug meinen Koffer, bis ich mit dem Zug in einer Stadt abreiste. Vorher habe ich ihm erklärt, weshalb es so nicht geht. Auf die Frage, ob ich noch sauer sein und wir sind noch einen Kaffee getrunken gegangen. Ich habe ihn noch ein bisschen als Kofferträger missbraucht, war eben distanziert, nicht super unfreundlich, aber sehr zurückhaltend. Im Zug habe ich seine Nummer gelöscht. Also es gab da noch Unstimmigkeiten, glaube ich, aber ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, wegen der, ob es jetzt Sex gibt oder nicht. Und ich das hier so richtig verstehe, gab es da Unstimmigkeiten, ob da jetzt geschützter Sex stattfindet oder auch nicht. Auch netter Kerl, dass er seine Frau noch ungeschützt betrügen will. Okay. Und darüber ist es dann nicht zum Sex gekommen. Immerhin. Gut. So. Ich merke, dass ich jetzt immer noch irgendwie darauf warte, dass er mir schreibt, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich Next schreien und davonlaufen müsste, mich das Ganze total traurig macht. Es fällt mir schwer, einen solchen Umgang nicht darauf zu beziehen, dass ich mehr Mühe und Respekt nicht wert bin. Ja, wenn du dir selber das nicht wert bist, einen Mann zu daten, der Single ist so und der nicht in so einem toxischen Fahrwasser schwimmt. Ja. Also, ich meine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn du ein Mann datet, der einfach keine fucking Standards hat, der einfach völlig illoyal ist, und wieso soll der dich jetzt in irgendeiner Weise behandeln? Das macht doch alles keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, das ist, könnte man jetzt fast sagen, wie bestellt, so geliefert. Ich meine, du hast es natürlich nicht bestellt, aber du bist drauf eingegangen, so, ne? Und da musst du eben Menschen daten, die Single sind, ne? Und die ihre Umwelt gut behandeln, so. Was ist ja hier nicht der Fall, einfach, ne? So, ich fühle mich nach solcher Art emotionsarmer Annäherung, ja, was soll das denn sein als eine emotionsarme Annäherung? Er will einfach mit dir fremdgehen, schlafen und fertig. So, natürlich geht es da nicht um Emotionen, für ihn nicht, ist ja klar, ne? Ich fühle mich nach solcher Art emotionsarmer Annäherung, als hätte ich einen Kater und etwas in mir schmerzt. Ja, das ist toxischer, ne? Deswegen sagt man ja Liebessucht.
weil Konsum auch einen Kater verursacht. Das ist so. Ja. Ist vielleicht so ein bisschen im übertragenen Sinne jetzt alles, aber ich kenne das. Ich kenne das aus toxischen Beziehungen von mir, dass man ein regelrechtes Katergefühl hat nach dem Date und dein System will dir was sagen. Tada! Ja. Es fühlt sich an wie eine traurige Sehnsucht. Ja, gut. Da kann man jetzt nur mutmaßen. Da gibt es bestimmt innere Kindthemen. Eine Geschichte dahinter. Aber es hat jetzt nicht direkt mit diesem Mann zu tun, sondern der holt das nur raus, ne? Du kennst ihn ja gar nicht, ne? Mir ist schon klar, dass es nicht an ihm liegen kann. Ja, okay. Aber ich wüsste gerne, wie ich lernen kann, besser mit so etwas umzugehen, um mich nicht unterschwellig so kurios angezogen zu fühlen. Ich kann nur sagen, was ich jetzt anbieten kann, mach die fucking Kurse. Mach irgendwie Sessions, wo auch immer. Ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, woran es an dir genau liegt, aber wirkt so ein bisschen so, als wenn du ein bindungsvermeidendes Muster hast. So. Und da geht es um die Umprogrammierung des Liebeschips auf jeden Fall. Ne? Aber ich kann dir das jetzt in so einer Mail auch nicht sagen, ne? Was es genau ist. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, ein Spiel hier sauber halten. Und nicht sich in solche toxischen Dating-Situationen begeben, ne? Die offensichtlich von Sekunde 1 toxisch sind, so, ne? Meine Eltern waren eigentlich immer voll okay. Meine Mutter ist halt oft laut geworden und hat mich manchmal im Streit heftig beleidigt. Und es gab häufiger mal Kommentare zu meinem Aussehen. Gut, wir haben jetzt ein Problem. Ich kenne dich ja nicht, ne? Aber das Problem ist, dass Menschen, die so ein stark verlustängstliches Bindungsmuster haben, schildern ihre Kindheit häufig als sehr dramatisch. Menschen, die ein sehr stark bindungsvermeidendes Muster haben, idealisieren ihre Kindheit häufig. Ich weiß nicht, ob du es tust, ich kenne dich nicht, aber vielleicht war es doch nicht so toll, wie du denkst, ne? Manchmal hatte ich als Kind das starke Gefühl, meinen Vater in Schutz gegenüber meiner oft lauten, vorwurfsvollen Mutter nehmen zu müssen. Ob das irgendwie zusammenhängt, das werde ich dir in der Mail nicht so eins zu eins sagen können, ne? Ich sehe nicht ganz die Verbindung. Würde mich freuen, wenn du das in einem Video etwas Hilfreiches zur Situation sagen lässt. Die tun mir nämlich meistens sehr gut und ich wäre gespannt, was du denkst. Vielen Dank für deine Arbeit. Nav Trefskola. Wunderbar. Drück den fucking Abonnieren-Knopf. Dann seid ihr bald tot. Und wir sehen uns bald wieder.